BVB Total im Doppelpass mit der Telekom. Mats, zweiter Test heute im Trainingslager, 4:1. Wie lautet dein Fazit? Ja, ähnlich wie gegen Frankfurt, größtenteils gut. Wir hätten es aber auch etwas höher gestalten können oder sogar müssen. Hatten in der ersten Halbzeit so eine Phase von 5-6 Minuten, wo wir unkonzentriert waren, viele einfache, dumme Ballverluste hatten. Das wurde auch dann umgehend mit dem Gegentor bestraft. Ist eine gute Lektion auf jeden Fall. Aber alles in allem fällt das Fazit für heute und für das gesamte Trainingslager sehr positiv aus. Und es hat den Eindruck gemacht, dass ihr trotz des anstrengenden Trainingslagers ziemlich frisch wart. Wie habt ihr das geschafft, die schweren Beine zu verdrängen? Dann haben wir es geschafft, die schweren Beine gut zu verstecken, weil die hatten wir heute schon alles. Haben wir gemerkt, dass jetzt so die letzten beiden Tage vom Trainingslager einfach durch die Dauer schon reingehauen haben, dass wir da nicht mehr eben die hundertprozentige Frische und deswegen auch geistige Frische und Konzentration hatten. Wir haben es trotzdem größtenteils gut kaschiert. Wie gesagt, nur in ein paar Minuten nicht, aber ja, das war mit Sicherheit auch eben der Ermüdung geschuldet. Wie beurteilst du das Trainingslager insgesamt jetzt nach einer Woche? Ja gut, wir hatten hervorragende Bedingungen hier, haben die, glaube ich, sehr gut genutzt, also sehr gut gearbeitet. Waren in jeder Einheit sehr hoch, sehr konzentriert, waren hoch engagiert und eben auch mit der nötigen Qualität am Werk, sodass man sagen kann, wir haben wirklich das Beste, glaube ich, herausgeholt. Erik, auch wenn es in Anführungszeichen nur ein Freundschaftsspiel ist, wie ist es nach der langen Pause endlich wieder auf dem Platz zu stehen? Ja, es ist natürlich was Besonderes. Für mich war es ganz, ganz wichtig, einfach gut reinzukommen. Die Mannschaft hat es mir wie immer leicht gemacht und ja, für mich war ganz wichtig, dass ich verletzungsfrei rausgehe und dass wir dann noch gewonnen haben, war natürlich umso schöner. Wie hast du die Belastung überstanden jetzt heute? Ja, heute muss ich sagen, bin ich selber überrascht, dass ich so gut überstanden habe. Es war alles gut von der Fitness. Ich hatte vorher ein bisschen muskuläre Probleme, aber das war gut, Gott sei Dank. Und deswegen bin ich sehr zufrieden. Deswegen musstest du auch zwischendurch im Trainingslager immer mal wieder kurz pausieren. Wie hast du es geschafft, dich jetzt nach so langer Zeit wieder zurückzukämpfen und im Training immer wieder zu beißen? Ja, das ist ganz normal für einen Fußballer, das gehört ja dazu, wir wollen ja alle auf dem Platz stehen und deswegen war das kein Problem und es hat Spaß gemacht, einfach wieder zurückzukommen, wieder zu spielen und es war leider viel, viel zu lang. Das war heute jetzt der erste Schritt zurück, was hast du dir vorgenommen für die nächsten Wochen? Einfach verletzungsfrei bleiben, weiter Spaß haben und alles andere kommt. Ja, Juhu Park, 90 Minuten heute durchgespielt gegen die Landsleute, gegen die südkoreanischen Landsleute. 90 minutes on the pitch today against your colleagues from South Korea. How was it for you? So, yeah, first we won the game, the 4-1. Then I'm so happy that we last training in Dubai. Then it's everybody good job. Then, yeah, happy for... go back in the Dortmund. So then, against Korean team. I'm first time against Korean team. Then I'm so happy. Then I'm have fun in this game. Yeah. Ja, er sagt, er ist zufrieden mit der Leistung heute, mit der Mannschaftsleistung. Und für ihn persönlich war es natürlich auch schön, gegen die südkoreanischen Landsleute zu spielen. Are there any friends? Sind da irgendwelche Freunde im Team auf der anderen Seite heute gewesen? So, so many my friend in this team because this team in Korea very good team. Then many national team player in the old national team, then young national team, but they are not too much in the game because they have a holiday, has a holiday. Then now they are just a little bit training. Then So. Er sagt, er hat viele Freunde da in der Mannschaft. Es gibt ein paar, die da in der Nationalmannschaft auch spielen. Da waren aber heute nicht alle dabei, weil ein paar sich geschont haben. Last question, letzte Frage für dich. You scored a goal today. Du hast ein Tor erzielt. War ein sehr schönes Tor. Wie war die Situation für dich? How was the situation with the goal? Yeah, it's, we are very good. And the coach always said in the offensive play, then yeah. We have a good combination, then I made a goal also, then I'm so happy. Yeah.
Ja, er sagt, er ist sehr zufrieden. War eine schöne Kombination. Der Coach sagt immer, sie sollen offensiv spielen und schöne Abschlüsse finden. Und genau das haben sie gemacht. Thank you very much. Danke dir. Ja, danke schön.